Mit der YXZ1000R hat Yamaha Ende Oktober 2015 das erste Supersport-Side-by-Side vorgestellt. Mit 114 PS starkem 1000 Kubik Dreizylinder-Triebwerk ausgestattet, ist es nicht das stärkste Side-by-Side am Markt. Was die Yamaha unterscheidet von der 131 PS starken Can-Am Maverick Turbo und der Polaris RZR XP Turbo, die sogar mit 144 PS ins Rennen geht, ist die Konsequenz, mit der das Fahrzeug für den Einsatz im Rennsport konstruiert ist. Das beginnt bereits beim Namen. Den stolperfrei auszusprechen, will schon mal geübt sein. Das wissen auch die Yamaha-Mannen und nennen ihr Supersport Side-by-Side am liebsten schlicht 1000R. Okay, zurück zur Technik. Da ist vor allem ein üppig dimensioniertes Fahrwerk. Um ellenlange Federwege von 412 mm zu realisieren, ragen die vorderen Fox-Stoßdämpfer einfach durch die Frontverkleidung hindurch. Hinten stehen sogar 432 mm Federwege zur Verfügung. Dann ist da das 1000 Kubik große Dreizylinder-Viertakt-Triebwerk, das seine 114 PS bereits ohne Turbolader entwickelt. Den gibt's obendrauf im Zubehörhandel. Geschaltet wird sequenziell mit Fünfganggetriebe. Kein Riemen, der da reißen könnte. So sind wir neugierig geworden auf die 1000R. Und entsprechend gefreut haben wir uns auf die ersten Testfahrten in den Glamis, einem Dünenstreifen bei Yuma in Südkalifornien, der bei den Freaks zwischen Phoenix und Los Angeles Kultstatus genießt. Helmet, eye protection, goggles are preferred with the sand. Long sleeves, long pants today. Yamaha Deutschland-Manager Uwe Zahnhausen sieht das locker und gibt sich selbstbewusst. Right here. Bisher gab es sportliche Side-by-Sides. Mit dem YXZ1000R von Yamaha gibt es jetzt einen supersportlichen Side-by-Side. Und das ist jetzt endlich mal was für Erwachsene. Ach so ist das also. Die Turbos von Can-Am und Polaris sind für die Kiddies. Da haben wir wohl bisher alles falsch verstanden. Grund genug in jedem Falle, dass wir uns die 1000R von Yamaha endlich mal in der Praxis anschauen. It was an amazing day. First time that I drive the new Yamaha SSV. It's really a sport, like a sport car, you know, with a sequential gearbox. And all the day it was full of pleasure. Just a big pleasure to drive these toys today. So will you change with Peugeot? It's a little bit early, but I will take it for sure for training for the next Dakar. It will be a really good training. Try to win the next Dakar with Peugeot. Naja, und wenn schon Dakar-Rekordgewinner Stefan Peterhansel ein solches Urteil fällt, dann muss wohl was dran sein an der 1000R. Also auf zum Test.
zugegeben, wir hatten eine Menge Spaß in den Glamis. Doch deutsch und gründlich haben wir auch die Fahrleistungen dokumentiert. Mit einem Sprint auf schlüpfrigem Geläuf von 0 auf 90 km/h in 10,86 Sekunden muss sich die 1000R nicht verstecken. Die Achtelmeile erledigt sie in 11,7 Sekunden. Fürs Gelände recht ordentlich, auf der Straße sind weit bessere Werte zu erwarten. Mehr demnächst in diesem Theater.